Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Amen. Das war aber wirklich lieb von euch, dass ihr heute Morgen für eure Eltern das Frühstück gemacht habt. Ja, und wir haben euch sogar ganz ruhig machen lassen. Was heißt das? Ihr habt uns ganz ruhig machen lassen? Na, ich meine euren Ringkampf, oder was das sein sollte, wo du so gegen Mamis Popo gestoßen hast. Wie kommst du denn darauf? Na, das haben wir doch gesehen, ich und die Rosel. Hör dir die Kinder an. Gesehen? Wo? Was denn? Das Schlüsselloch. Was? Ihr habt durchs Schlüsselloch geguckt? Wir wollten doch nur mal sehen, ob ihr schon wach seid. Fritz, die haben alles gesehen. Und wie? Und gehört haben wir auch alles. Wie die Mami zu dir gesagt hat, du hast aber heute einen Hammer. Aber Fritz, bitte. Warum haust du denn den Hansi, Papi? Du sei still. Du hast auch durchs Schlüsselloch geguckt. Aber ich habe mir doch überhaupt nichts dabei gedacht. Und du hast auch gesehen? Wie Papi sein Pipilein in deinen Popo gesteckt hat. Nein, in dein Pipilein. Raus, raus, sag ich, aber schnell. Und lasst euch nicht mehr blicken. Du verdammter Bengel. Fritz, dafür kann der Junge doch nichts. Was heißt, er kann nichts dafür, durchs Schlüsselloch zu gucken?